Hallo und herzlich willkommen hier im Sportpark Freiburg. Mein Name ist Johanna. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um die Erdung, um eine stabile, selbstsichere Haltung von innen heraus, die wir auch natürlich auf unseren Körper übertragen wollen. Du brauchst im Grunde genommen nichts außer eine Matte. Selbst eine Matte ist nicht zwingend notwendig. Wir fangen aber trotzdem im Sitzen an. Du kannst mal die Augen schließen und erstmal ankommen hier, die Hände auf deine Knie legen, bequemer Sitz, wähle einen komfortablen Sitz für dich und dann atme einmal ganz tief ein und mit der Ausatmung ruhig über die Lippen aus, komm an und nochmal tief einatmen und mit der Ausatmung über den Mund erde deine Sitzbeinhöcker und nochmal so und über den Mund ausatmen, noch einmal tief einatmen, Zuversicht, Erdung und über den Mund Sorgen und Zweifel loslassen, die Schulter ganz entspannen. Die Gesichtsmuskulatur entspannen. Komm an hier auf deiner Matte, in deiner Zeit, wo du dich grounden kannst, zu dir kommen kannst. Und wir fangen an mit den Füßen, vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich fange jetzt mit dem linken Fuß an, weil er gerade in der Nähe ist. Es geht um die Erdung, um eine gute Bodenhaftung, einen guten Bodenkontakt. Du kannst mal wie so mit deiner linken Hand deine linke Ferse greifen, mit der rechten Hand dir mal die Fußsohle von der Ferse aus massieren. Und zwar so 5-mal von der Ferse einmal zum großen Zeh bis zu den Zehballen und zum zweiten Zeh, zum dritten Zeh. Einfach mal etwas ungewöhnlich hier die Füße massieren. Du kannst auch ein bisschen kreisen mit den Fußgelenken. Die Füße sind ja meistens von morgens bis abends, ich sage immer, in so Särgen eingesperrt, lebendig, in genormten Särgen. Und genau, dafür ist es einfach mal wichtig, auch jeden kleinen einzelnen Muskel der Füße hier zu entspannen. Okay. Und wenn du dir die Fußsohle genüsslich hier durchmassiert hast, nochmal mit dem Fußgelenk gekreist hast, kannst du den Fuß greifen von unten mit deiner linken Hand und von oben mit der rechten Hand und ihn dann mal wie so auswringen. Manchmal knackt es hier, dann entweicht einfach wie so Spannung. Ruhig, kräftig. Und nochmal kreisen. Und dann wandere mal mit hier deinem Zeigefinger zwischen den großen Zeh, Mittelfinger hier und Ringfinger und kleiner Finger zwischen die Zehen. Fühlt sich etwas unangenehm an, aber hier kannst du auch so sanft Dynamik reinbringen. Und dann sanftes Kreisen. Und loslassen, auch hier nochmal kreisen. Und dann wechsle den Fuß. Auch hier mit der rechten Hand greift deine rechte Ferse. Und mit der linken Hand kannst du dann beginnen, mit dem Daumen von der Ferse zu der Fußsohle, zu den Zehen nach oben, zu den Zehbeinen hoch zu massieren. Dir dafür Zeit und genieß das, deine Füße vorzubereiten für diese erdende, ruhige, aber doch energetisierende Praxis. Und auch hier mal kreisen der Fußgelenke, des Fußgelenks. Und dann greif deine rechte Ferse
Und wandere auch hier mit deinen Fingern zwischen diese Zehen. Und beginne hier auch nochmal dir hier die Zehen zu dehnen. Und auch etwas ungewohnt, aber die Zehen freuen sich. Gerade die kleinen Sehnen und Muskeln dürfen auch mal bewegt werden. Und auch hier nochmal die rechte Hand von unten, die Ferse greifen und den Fuß mal wie so ausfringen. Vielleicht knackt es hier und da. Vielleicht entweicht Spannung. Und dann setze auch diesen Fuß ab. Und wir kommen in den Vierfüßlerstand. Die Hände unter deinen Schultern. Hier kannst du dich einatmend etwas mobilisieren, ausatmen, ganz runder Rücken und ganz sanft mal deine Wirbelsäule mobilisieren. Wir kommen ziemlich bald jetzt auf die Füße, über einen herabschauenden Hund. Schieb dich erstmal auf die Füße, schieb die Erde weg aus den Händen, erde die Füße. Heb mal die Zehen hoch und setz die Zehen von außen nach innen ab, entspann deinen Nacken. Beginn mal dein Becken sanft von rechts nach links sinken zu lassen. Und komm dann auf die Zehenspitzen und lauf dann mit deinen Füßen zu deinen Händen nach vorne hin. Hüftbreiter Stand, geerdete Füße, Knie sanft gebeugt, der Nacken entspannt. Du kannst deine Armbeugen greifen und dich aushängen lassen. Und auch hier nochmal über die Lippen alles, was du nicht brauchst, wie so ein Pferd loslassen mit den Lippen. Und dann die Hände sinken lassen und Wirbel für Wirbel kommen in eine stehende Position. Die Schultern einmal zu den Ohren rollen, nach unten sinken lassen, die Handflächen nach vorne. Bring deine Füße zueinander, vielleicht hüftbreit, die Innenseiten der Füße parallel zueinander. Komm hier mal auf die Zehenspitzen und roll ab auf den Füßen, hoch und runter. Erde die Füße. Wenn du auf den Fersen bist, spreiz die Zehen, setz sie ab und komm hoch, runter. Und genieß diese Erdung. Und dann schließ mal hier einen Moment die Augen, roll nochmal die Schultern zu den Ohren und nach unten die Handflächen nach vorne in der Berghaltung. Spüren die Füße rein. Und fühl auch mal die Temperatur unter deinen Füßen und auch die Textur, was du spürst. Und dann atme einmal tief ein und nochmal aus über den Mund. Und nochmal tief ein und über den Mund aus. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme nach oben. Läng und streck dich in der Bergposition. Und ausatmen. Komm mit geradem Rücken hier in eine tiefe Vorwärtsbeuge. Den Nacken entspannt. Atme ein. Zieh dich in die halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen. Komm nochmal tief. Einatmen. Zieh die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen. Die Hände vor die Stirn. Und vor dein Herz. Und das Ganze jetzt nochmal ganz sanft einatmen. Lange Arme. Ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Du kannst die Knie beugen, die Hände zur Erde. Atme ein in der halben Vorbeuge. Der Rücken gerade. Und aus, komm nochmal tief. Einatmen, zieh die Arme über die Seite nach oben. Die Hände zueinander. Und ausatmen, die Hände vor die Stirn und vor dein Herz. Atme ein, zieh die Arme erneut nach oben. Läng und streck dich. Und ausatmen, die Hände vor dein Herz. Heb jetzt dein rechtes Bein nach oben. Erde dich im linken Fuß und such dir einen Blickpunkt, den du fokussieren kannst. Ein Fokus. Greif mit der linken Hand deine rechte Außenseite des rechten Oberschenkels und flex den linken Fuß, den rechten. Zieh die rechte Hand hoch, atme hier tief ein und aus, dreh dich mal hier auf.
Einatmen hier. Drück etwas mit dem rechten Bein gegen die linke Hand und ausatmen. Oh, nochmal tief einatmen. Spür die Balance. Und deine Erdung aus. Führ die rechte Hand zu deinem rechten Bein. Atme zurück. Ein, die Arme hoch und aus. Setz den rechten Fuß ab, die Hände vor die Stirn. Spür hier einen Moment nach, lass die Hände sinken. Erde beide Füße, spür den Unterschied zwischen rechtem Fuß und linkem Fuß. Stabiler Stand. Einatmen die Arme lang nach oben und ausatmen die Hände vor die Stirn. Bring einatmend die Hände vor dein Herz und atme hier aus, erde dich. Heb dann dein linkes Bein nach oben, flex den linken Fuß, atme ein und aus. Setz die rechte Hand an die Außenseite des linken Knies, twiste dich hier schon mal etwas auf, zieh den linken Arm nach oben und dann nach hinten. Und dann atme ein und aus. Ein und aus. Komm langsam einatmend nach oben und setz ausatmend die Füße ab, den linken Fuß ab, die Hände vor die Stirn und vor dein Herz. Atme hier ein und aus. Mit der nächsten Einatmung hebt erneut das rechte Bein. Zieh erneut die Arme lang nach oben. Läng und streck dich. Und dann streck das rechte Bein nach vorne, flex den rechten Fuß. Die Arme sind lang. Atme ein und aus. Ein und der rechte Fuß geflext. Die Zehen zu dir heran und aus. Setz die Hände vor dein Herz und den rechten Fuß ab. Spür hier nach. Bewahre diese ruhige innere Haltung. Mit einer ruhigen und stabilen Atmung. Und dann wechsle die Seite. Einatmen die Arme lang nach oben und heb den linken Fuß. Ausatmen, streck den linken Fuß und die Hände vor dein Herz. Zieh die Zehen zu dir ran. Atme hier ein und aus. Und die Ferse schiebt weg. Die Oberseite deines linken Beines ist ganz aktiv. Ein. Und aus, setz ab. Spür nach. Atme hier ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen. Öffne dich zur rechten Seite. Die Hüfte bleibt nach vorne. Einatmen, lange Arme. Und ausatmen zur linken Seite. Schau, dass die Hüfte nach vorne gedreht ist. Einatmen, Länge. Und ausatmen, noch einmal zurück nach rechts. Nochmal einatmend in die Mitte, aus, nach links. Einatmen, beide Arme nach oben. Und jetzt einen großen Schritt mit dem rechten Fuß nach hinten. Atme aus. Atme ein, zieh die Arme nach oben, die Ferse rechts oben lassen. Aus, komm tief. Spannung ins rechte Bein. Zieh die rechte Hüfte tendenziell etwas nach vorne. Führ den Krieger 1. Kannst du die Hände zueinander bringen oder auch offen lassen. Die Schultern von den Ohren. Atme hier ein und aus. Das linke Knie über dem linken Fußgelenk. Einatmen hier und ausatmen. Kaktus dir die Arme und dann führe die Ellbogen spitzen nach hinten und etwas nach unten. Heb hier sanft das Herz und den Blick. Atme hier ein und mit der Ausatmung führ Armbeugen und Unterarme zueinander. Einatmen, erneut öffnen, heb das Herz. Und ausatmen, die Hände zueinander und die Unterarme zueinander. Und einatmen. Spür hier die Kraft und die Erdung. Und ausatmen. Und nochmal einatmen. Öffnen. Und ausatmen. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Jetzt einatmen. Komm zurück in den ersten Krieger. Und setz den rechten Fuß quer und öffne die Hüfte. Zieh die Arme ganz kraftvoll auseinander. Und spring Spannung ins rechte Bein. Schieb mit der rechten Fußaußenkante die Matte weg. Atme hier ein.
Und aus. Und dann setz langsam den linken Arm ganz sanft hier auf deinen linken Schenkel. Und über unten kreist den rechten Arm in die Länge und nach oben. Atme ein und aus. Beginn hier kreisende Bewegungen. Ein und aus. Und ein und aus. Mit der Einatmung roll auf. Und schöpf die gesamte Rotation der rechten Schulter aus. Ein und aus. Und dann kommt zurück in den zweiten Krieger hier und streckt das linke Bein. Atme hier ein und aus, dreh dich nach vorne und versuch mit einem großen Schritt zurück nach vorne an den Anfang der Matte zu kommen. Atme hier ein und aus. Und nochmal ein. Und aus. Tiefe Einatmung hier. Und über den Mund aus. Erde deine Füße. Bring hier eine aufrechte Haltung von den Füßen bis zur Kopfkrone in den gesamten Körper rein, in deine Haltung. Mit der nächsten Einatmung heb den linken Fuß und dann ein großer Schritt nach hinten. Für den ersten Krieger, Virabhadrasana. Atme ein, zieh die Arme hoch und aus, komm tief. Spannung im linken Schenkel, Oberschenkel. Zieh die linke Hüfte etwas nach vorne, die rechte nach hinten. Atme ein und aus. Jetzt kaktus dir die Arme hier. Heb den Brustkorb und dein Herz. Zieh die Ellbogen nach hinten. Lehn dich sanft nach hinten. Atme ein. Und mit der Ausatmung Ellbogen, Unterarme zueinander. Einatmen hier. Und ausatmen. Nochmal einatmen, öffnen. Und ausatmen. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Einmal noch ein. Und aus. Einatmen hier, zieh die Arme hoch und dreh den linken Fuß quer, das rechte Knie über dein rechtes Fußgelenk. Die Arme ziehen kraftvoll auseinander für den zweiten Krieger. Spannung im linken Oberschenkel, schieb die Matte weg aus der linken Fußaußenkante. Atme hier ein und aus, spür hier deine Stabilität. Und die Erdung, den Kontakt zum Boden. Setz dann den rechten Arm sanft ab, aber lass dich nicht hier hängen, ne? Drück dich ein bisschen hoch. Und dann zieh über unten den linken Arm in die Länge nach oben und beginn hier kreisende Bewegungen. Ein und aus. Genüsslich hier, die gesamte Schulter. Uiuiui, das ist anstrengend. Ein und aus, gibt Kraft. Und von hier aus kommt zurück in den zweiten Krieger. Streck das rechte Bein. Jetzt setz den rechten Fuß quer und komm etwas näher mit den Füßen. Lass die Füße etwas nach außen zeigen, die Fersen nach innen. Und dann atme ein. Zieh die Arme nach oben und komm hier tief. Ausatmen die Hände vors Herz. Und wir bringen auch hier etwas Dynamik rein. Schieb die Knie nach außen zunächst. Setze die Bandhas. Bauch fest. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Einatmen Länge. Und ausatmen. Komm tief. Atme ein in die Länge. Und Hände vors Herz, streckt die Beine. Beuge hier nochmal die Knie. Einatmen, lange Arme nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz, kommt tief. Einatmen, lange Arme nach oben. Und ausatmen, Hände vors Herz. Richte den Brustkorb auf, die Knie nach außen. Ein und aus. Noch einmal ein.
Wurzeln hier und aus. Komm noch etwas tiefer. Bring jetzt deine Hände auf deine Knie und beginn hier mal einzuatmen, auszuatmen. Eine Schulter nach der anderen über die eine Lippe drehen. Wie wenn du dich auftwistest. Jawohl. Du kannst die Knie sanft nach außen drücken, deine Leisten etwas öffnen. Komm zurück in die Mitte und streck die Beine. Bring jetzt die Füße parallel zueinander. Spannung in den Oberschenkeln. Atme hier ein, die Hände in die Hüfte und aus. Kipp das Becken etwas nach vorne. Verschränk jetzt die Hände hinter deinem Rücken. Einatmen, heb den Brustkorb. Und mit der Ausatmung zieh die Hände über den Kopf. Entspann deinen Nacken. Und atme hier ein und aus. Und finde hier deinen ganz eigenen persönlichen Ausdruck dieser Übung. Das heißt, du kannst natürlich auch die Hände wieder auf den Rücken und die Hände auf die Erde bringen und den Nacken entspannen. Oder du greifst die Oberarme und lässt dich aushängen. Wichtig ist, dass du dich hier im Moment ganz komfortabel kopfüber trotzdem erden kannst. Oben gibst du die Spannung ab in der Stirn. Lässt los im Oberkörper, stehst stabil mit beiden Beinen auf der Erde. Der Nacken ganz entspannt. Atme ein und aus. Dann bring die Hände wieder auf deinen unteren Rücken in die Hüfte. Mit der nächsten Einatmung hebt den Oberkörper. Und ausatmen, lass die Hände sinken. Komm wieder einatmend an den Anfang der Matte und bring die Hände vor dein Herz. Spür hier deine Füße, die Erdung. Stell dich stabil auf die Matte. Und atme hier ein und aus. Du kannst die Hände sinken lassen. Und dann verbinde dich mit dem Boden und deiner Atmung. Bring dann deine Füße wieder etwas näher zueinander. Du kannst die Hände in die Hüfte bringen. Für Vrikshasana, den Baum. Wir fangen auf der rechten Seite an. Beginnst du mal hier so deine Zehen zu spreizen des rechten Fußes und sie von außen nach innen abzusetzen. Wichtig ist in allen Balancepositionen, dass du wie so deine Füße, wie so eine Wurzel machst. Auch auf den Händen. Die Hände werden aufgefächert, die Füße ganz breitflächig. Ne? Dann stabiles rechtes Standbein. Such dir am besten einen Punkt, der sich nicht bewegt und fokussier diesen Punkt. Heb dann das linke Bein zu dir heran, greif das linke Knie und rotier deine Hüfte nach links außen, greif das Fußgelenk und entweder bringst du die Fußsohle jetzt an deine rechte Innenschenkelseite oder eben an deine Wade. Das, was für dich das Beste ist. Press diese Fußsohle an die Innenschenkelseite und den Schenkel an die Fußsohle. Aktives Standbein. Wer möchte, zieht die Arme einatmend nach oben. Und ausatmend hier. Die Schultern von den Ohren. Wenn du möchtest, führ die Hände zueinander. Oder lass sie offen. Und dann atme her, spür hier mal die Muskulatur des rechten Fußes, wie sie arbeitet und ausbalanciert. Und dann stell dir ruhig vor, wie du Wurzeln schlägst durch die Füße in die Erde. Für eine selbstsichere, aufrechte Haltung brauchst du Verwurzelung und Erdung. Atme hier ein und aus. Und dann bring die Hände langsam, aber sicher vor dein Herz. Genauso wie du reingekommen bist in diese Asana, kommst du auch raus. Ziehst das Knie nochmal zu dir ran und setzt den Fuß ab.
Schließt die Augen und spürst einen Moment nach. Atmest ein und aus, spürst hier den Unterschied zwischen deinem rechten Fuß und dem linken Fuß. Kannst jederzeit die Augen schließen, um noch mehr in dein Körpergefühl einzutauchen. Bring die Hände in deine Hüfte und beginn dir mal wie so ein Tänzer deinen Fuß spannend zu dehnen. In die andere Richtung. Du kannst auch ganz sanft eine Dynamik reinbringen, um die Spannung etwas zu verlagern über den Fußspann. Und dann setz ab den Fuß, erde ihn wieder sicher. Spreiz dann die Zehen des linken Fußes und setz sie von außen nach innen ab. Breite Auflagefläche, stabiler Stand. Such dir hier wieder einen Drishti, einen Fokus. Atme ein und zieh das rechte Knie zu dir ran. Atme aus. Und dann rotiere das rechte Bein nach außen, rechts. Greif dein rechtes Fußgelenk, flex den rechten Fuß und setz ihn an die Innenschenkelseite oder an deine linke Wade. Und dann press richtig fest mit dem Bein gegen den Fußsohle und mit der Fußsohle gegen das Bein. Atme hierbei ein, zieh die Arme lang nach oben und ausatmen. Komm tief mit den Schultern. Finde hier deine Mitte, deine Balance und deine Erdung, indem du in die Fußsohle links einatmest und ausatmest, loslässt, was du nicht brauchst. Die Hände zueinander oder auseinandernehmen, wie es sich angenehm anfühlt für dich. Oh, noch zwei tiefe Atemzüge hier. Oh, und dann genauso wie du reingekommen bist, in diese Asana, kommst du auch wieder raus, zieh das rechte Knie zu dir ran und setz ab. Und dann spür auch hier wieder nach, schließ die Augen, spür hier einfach mal den Kontrast von Entspannung zu Anspannung oder auch den Vergleich linker Fuß, rechter Fuß, Muskulatur hat gearbeitet. Erde dich und verbinde dich mit deiner Atmung. Bring die Hände in deine Hüfte und dann beginn dir den linken Fuß wie ein Tänzer hier, diesen Fußspann mal auszudehnen. Ja, die Faszien beginnen ja auch schon hier in den Fußmuskeln. Und wenn dort was nicht stimmt oder verspannt ist, dann setzt sich das meistens sofort über den gesamten Körper. Und dann atme dir überall in den gedehnten Bereich hinein. Und mit der Ausatmung lass die Verspannung los. Setz hier jetzt beide Füße wieder ab auf die Erde und komm mal auf die Zehenspitzen, roll ab und spür hier wieder einen Moment im Stehen nach. Und schick dir ganz viel Zuversicht und Stabilität in deine Fußsohlen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen. Das war es auch schon für die Erdung. Und ich sage Namaste und einen schönen Tag euch.